Guten Abend, werte Zuschauer, ich begrüße Sie zur Heute-Sendung. Bundeskanzler Kohl und Frankreichs Staatspräsident Mitterrand haben heute das deutsch-französische Manöver Kecker Spatz in Bayern besucht. Mit 55.000 Soldaten der Bundeswehr und 20.000 Soldaten der französischen schnellen Eingreiftruppe FAR ist es die bislang größte Übung beider Länder. Wichtigste politische Entscheidung: Bonn und Paris wollen einen gemeinsamen Verteidigungsrat schaffen. Auf Einladung von Bundespräsident von Weizsäcker wird Mitterrand vom 19. bis 22. Oktober die Bundesrepublik besuchen. Zum Auftakt des Besuches im Manöver war François Mitterrand am Vormittag von Helmut Kohl auf dem Militärflugplatz Manching mit militärischen Ehren begrüßt worden. Französische Soldaten spielten die deutsche, Bundeswehrsoldaten die französische Hymne. In der Nähe von Kelheim erlebten die Staatsgäste die Einnahme einer Ortschaft durch gemischte deutsch-französische blaue Truppen. Anschließend Gespräche der Staatsgäste mit den beteiligten Soldaten. Nach Angaben von Militärs ist das Manöver Kecker Spatz militärisch zwar interessant, dafür politisch wesentlich höher zu bewerten. In Kelheim eine politische Demonstration, die Erinnerungen an das Gedenken der Toten von Verdun wach werden ließen. Ein historischer Augenblick soll es nach dem Willen Kohls und Mitterrand sein. Der Händedruck des kommandierenden deutschen und des kommandierenden französischen Generals auf einer Kriegsbrücke über die Donau. Anschließend gemeinsamer Gang Mitterrands und Kohls zu den Militärs. Den Abschluss des Manöverstaatsbesuches bildete ein Vier-Augen-Gespräch der beiden in Manching bei Ingolstadt. Der ständige deutsch-französische Kampfverband und ein gemeinsamer Verteidigungsrat sind zwar geplant und angestrebt, doch gelte es zunächst, formale Hindernisse, beispielsweise in der Militärstruktur der beiden Staaten, zu überwinden, erklärten Helmut Kohl und François Mitterrand auf einer Pressekonferenz vor etwa 500 Journalisten. Anschließend Antworten auf Fragen des ZDF. Herr Bundeskanzler, die verstärkte deutsch-französische militärische Zusammenarbeit scheint in der NATO auf Kritik zu stoßen. Ist das nun ein Ergebnis einer rückläufigen Entwicklung in den deutsch-amerikanischen Beziehungen? Oder wie wollen Sie verhindern, dass es zu Spannungen innerhalb der NATO kommt? Ich glaube das überhaupt nicht, dass man das in der NATO mit Skepsis betrachtet. Im Gegenteil, wir werden Kritik bekommen, nicht zuletzt in Washington. Und ich höre sie jetzt schon im Kongress und im Senat, dass die Europäer so wenig für ihre Verteidigung tun. Und Verteidigung ist auch mitten in diesem Abrüstungsprozess notwendig. Denn Abrüstung für sich allein ist ja kein Wert an sich. Abrüstung hat ja nur dann einen Sinn und einen Zweck, wenn am Ende des Abrüstungsprozesses die Sicherheit größer und nicht geringer geworden ist. Und wir wollen jetzt damit einen Beitrag leisten. Herr Präsident, Sie sind nicht Mitglied der militärischen Integration der NATO. Dennoch haben Sie mit einem der stärksten NATO-Partner geübt. Gleichzeitig sollen angeblich auch französisches Betreiben sehr starke Restriktionen gegenüber der NATO bei diesem Manöver betrieben worden sein. Wie passt das zusammen oder ist das eine Ergänzung? Zwischen Frankreich und Deutschland gibt es nun seit 25 Jahren einen besonderen Vertrag, den Élysée-Vertrag, unterzeichnet von Adenauer und de Gaulle. Bundeskanzler Kohl und ich haben ihn 20 Jahre später, 1983, in militärischer Hinsicht auf den neuesten Stand gebracht. Wir setzen unsere Arbeit an der Vertiefung der deutsch-französischen Beziehungen auf allen Gebieten fort, vor allem auf dem des Militärs. Diese Großübung ist dazu ein wichtiger Beitrag, ändert aber nichts an den Verpflichtungen gegenüber der Allianz und der autonomen französischen Strategie. Und deshalb hat dieses Manöver stattgefunden, ohne dass wir uns im geringsten Widerspruch zu uns selbst befunden haben. Bundesaußenminister Genscher erwartet von den Großmächten weitere Schritte zur Abrüstung. In seiner Rede vor der UNO-Vollversammlung in New York bezeichnete Genscher die Einigung über den Abbau atomarer Mittelstreckenwaffen als einen historischen Schritt. Die USA und die Sowjetunion hätten gezeigt, dass sie sich ihrer Verantwortung für das Überleben der Menschheit bewusst seien. Jetzt müssten weitere Abrüstungsvereinbarungen folgen. Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher begrüßte in seiner Rede die Fortschritte in der Abrüstung als einen historischen Schritt und betonte dabei die Rolle der Bundesrepublik. Wir haben zu dem Erfolg beigetragen,
als aktiv handelndes und als ein aktiv gestaltendes Land. Als ein Land also, das seine Verantwortung für den Frieden kennt. Mit unserem Eintreten für die doppelte Nulllösung haben wir den Weg zur weltweiten Beseitigung der Mittelstreckenraketen geebnet. Genscher bekräftigte die Bereitschaft der Bundesrepublik, die deutschen Pershing 1A-Raketen abzubauen und forderte Verhandlungen auch über alle anderen strategischen und konventionellen Waffen. Der dienstälteste Außenminister der Welt legte diesmal besondere Betonung auf den Gedanken, dass der Abrüstungsprozess unterstützt werden müsse durch eine stärkere Rolle Europas. Das heißt, mehr Einigung im Westen, mehr Zusammenarbeit mit dem Osten. Wir werden alle unsere Kräfte daran setzen, den europäischen Einigungsprozess voranzutreiben und unser auf Kriegsverhinderung eingerichtetes Bündnis zu festigen. Unser Wille zur Europäischen Union, der 12 europäischen Demokratien, unser Wille zur Kooperation mit unseren östlichen Nachbarn sind Ausdruck der europäischen Friedenspolitik der Bundesrepublik Deutschland. DDR-Außenminister Fischer unterstrich den Beitrag seines Landes zur Abrüstung. Als Staat im Herzen Europas setzt sich die Deutsche Demokratische Republik vor allem für den Abbau der militärischen Konfrontation und die Festigung der Sicherheit auf diesem Kontinent ein. Denn hier, wo die Trennlinie zwischen den beiden mächtigsten Militärbündnissen mit der höchsten Konzentration von Vernichtungspotenzial verläuft, hätte jeder Konflikt tödliche Folgen für die gesamte Menschheit. Die Außenminister der USA und der Sowjetunion, Schulz und Schewardnadze, treffen sich am Abend in New York, um über den Golfkrieg zu sprechen. In seiner Rede vor der UNO-Vollversammlung hatte Schewardnadze vorgeschlagen, die Vereinten Nationen sollten Truppen in den Golf schicken, um die freie Schifffahrt zu gewährleisten. Er hatte den USA vorgeworfen, die Golfregion zu einer amerikanischen Interessensphäre erklärt zu haben. Schewardnadze äußerte sich auch zur Abrüstung. Er sagte, nach der grundsätzlichen Einigung über den Abbau der Mittelstreckenraketen sei die Sowjetunion bereit, über eine Reduzierung der strategischen Waffen zu verhandeln. Die iranische Armee setzt ihre Angriffe auf die irakische Hafenstadt Basra fort. Seit Montag ist die Stadt Ziel schweren Artilleriefeuers. Über die Zahl der Opfer teilte Bagdad nichts mit. Im Persischen Golf ist unterdessen ein weiteres Schiff auf eine Mine gelaufen und gesunken. Es ist das unter panamaischer Flagge fahrende Forschungsschiff Marissa 1. 3 Besatzungsmitglieder konnten sich retten, 4 werden noch vermisst. Die deutsch-chilenische Lehrerin Beatrice Brinkmann ist aus einem Gefängnis in Valdivia entlassen worden. Sie muss Chile unverzüglich verlassen. Die 41-Jährige flog zunächst in die Hauptstadt Santiago und wird voraussichtlich schon bald in die Bundesrepublik kommen. Frau Brinkmann war im vergangenen Jahr wegen angeblich terroristischer Aktivitäten verhaftet worden. Die Anschuldigungen wurden von einem Militärgericht fallen gelassen. Für ihre Freilassung hatten sich unter anderem Außenminister Genscher und Arbeitsminister Blüm eingesetzt. Zur Affäre in Kiel. Die schleswig-holsteinische Landesregierung hält weiterhin personelle Konsequenzen für nicht erforderlich. Staatssekretär Behnke sagte vor der Presse, dies gelte so lange, wie die Ermittlungen keinen neuen Sachverhalt ergeben. Das ist seit heute neu im Kieler Landeshaus. Nur noch die beiden Regierungssprecher Behnke und Ahrensen dürfen Auskünfte geben in Sachen Pfeiffer. Die Kieler Journalisten haben heute gegen den, wie sie sagen, Maulkorb-Erlass protestiert. Gleichzeitig kritisierten sie die mangelnde Auskunftswilligkeit der Regierung in allen Fragen rund um die Affäre. So sahen sich die beiden Sprecher heute aufgefordert, am Nachmittag in einer zweistündigen Sonderpressekonferenz zu einem guten Dutzend Fragen Stellung zu nehmen. Dazu gehört auch die Frage nach den personellen Konsequenzen für die Einstellung Pfeifers in den Landesdienst, die mittlerweile in allen Einzelheiten von Justizminister Schwarz untersucht worden ist. Die Landesregierung hält zurzeit personelle Konsequenzen nicht für erforderlich. Sollte gegebenenfalls durch den Untersuchungsausschuss ein anderer als der von Minister Dr. Schwarz mitgeteilte Sachverhalt festgestellt werden,
so schließt die Landesregierung personelle Konsequenzen selbstverständlich nicht aus. Behnke bestätigte, dass sich Pfeiffer wegen einer Wanze auch an das Landeskriminalpolizeiamt gewandt und sich beim Verfassungsschutz nach den Aktivitäten der Grünen erkundigt hat. Die Verfassungsschutzabteilung und das Landeskriminalamt haben alle Wünsche Pfeiffers abgelehnt. Die Berichte sind der Staatsanwaltschaft zugeleitet worden. Sie sind jetzt Gegenstand der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Frage hat Regierungssprecher Arntzen Pfeiffer an den CDU-Kreisgeschäftsführer Thiesen weiterempfohlen, als der Helfer für seine Steuerhinterziehungskampagne gegen Engholm suchte. Ich habe zu keinem Zeitpunkt mit Klaus Thiesen, der mir sehr gut bekannt ist, über eine mögliche Steuerhinterziehungskampagne, über eine mögliche angebliche Strafanzeige und auch nicht mit Herrn Thiesen über die Beschaffung einer Unterschriftsleistung durch einen Dritten gesprochen. Arntzen räumt allerdings ein, dass er Pfeiffer aus Informationsgründen an Thiesen weitervermittelt habe. Den Vorwurf einer Verfilzung des Regierungsapparats und der CDU-Parteizentrale in Kiel hat SPD-Landesgeschäftsführer Rawe erhoben. Er verlangte personelle Konsequenzen wie den Rücktritt des Kieler CDU-Generalsekretärs und des Pressesprechers der Partei. Vor Journalisten sagte Rawe, die SPD werde sich erst dann mit einem konstruktiven Misstrauensvotum um die Ablösung Bartels bemühen, wenn sie auch einer Mehrheit im Landesparlament sicher sein könne. Der SPD-Vorsitzende Vogel forderte unterdessen Ministerpräsident Bartel erneut zum Rücktritt auf. Die Zeit der peinlichen Ausflüchte sei vorbei, sagte Vogel in Hannover. Zuvor hatte er in Bonn von Bundeskanzler Kohl verlangt, zu der Affäre Stellung zu nehmen. In Berlin hat der regierende Bürgermeister Diebken die britische Premierministerin Thatcher empfangen. Das Rathaus Schöneberg war die erste Station von Frau Thatchers Berlin-Besuch. Die britische Regierungschefin wird an einer Konferenz der Internationalen Demokratischen Union im Reichstagsgebäude teilnehmen. Bei dem Treffen von christlich-demokratischen und konservativen Parteivorsitzenden und Ministerpräsidenten geht es vor allem um das Ost-West-Verhältnis, die Bedrohung durch den internationalen Terrorismus und die Lage in Lateinamerika. Anzeichen für eine Änderung der sowjetischen Deutschlandpolitik sieht Staatssekretär Hennig vom Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen. Auf einer Veranstaltung der Kurt-Schumacher-Stiftung in Frankfurt sagte Hennig, in Moskau gebe es offenbar Planspiele, die auf eine Konföderation beider deutscher Staaten und auf einen Truppenabzug der Siegermächte hinauslaufen könnten. Bonn müsse sich auf solche Vorschläge vorbereiten und sie gegebenenfalls sorgfältig ausloten. In Bonn hat die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte der ständigen Vertretung der DDR mehr als 1000 Petitionen überreicht. In den meisten Bittschriften von Bürgern beider deutscher Staaten wird der Wunsch nach Familienzusammenführung geäußert. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat ein Grundsatzurteil zum Schutz der Verbraucher gefällt. Danach können sich Kreditnehmer gegen rechtskräftige Vollstreckungsbescheide wehren, wenn der Kreditgeber Wucherzinsen fordert. Kredit, das Zauberwort für viele, die etwas kaufen möchten, aber kein Geld haben. Banken und Kreditvermittler locken mit seriösen, aber auch mit unseriösen Angeboten. Mindestens 1 Million der Kreditverträge, so schätzen die Verbraucherverbände, sind wegen weit überhöhter Zinsen sittenwidrig und damit nichtig. Dennoch mussten viele Kreditnehmer bisher die Wucherzinsen bezahlen. Die Kredithaie hat nämlich zunächst einen gerichtlichen Mahnbescheid erwirkt. Bei diesem wird nicht mehr geprüft, ob dem Kreditgeber der geltend gemachte Anspruch auch wirklich zusteht. Danach wurde gegen den Kunden ein Vollstreckungsbescheid erlassen, der rechtskräftig und damit unanfechtbar wurde, sofern der Kunde nicht innerhalb von 2 Wochen Einspruch eingelegt hatte. Der Bundesgerichtshof hatte jetzt darüber zu entscheiden, in welchen Fällen es für die übers Ohr gehauenen Kreditnehmer doch noch einen Weg gibt, gegen einen unanfechtbar gewordenen Vollstreckungsbescheid zu klagen, wann also die Rechtskraft durchbrochen werden kann. In Ausnahmefällen, wenn das Ergebnis gewissermaßen zum Himmel schreit, kann der Verbraucher auch gegen einen rechtskräftigen Vollstreckungsbescheid vorgehen. Voraussetzung: der Kreditvertrag ist wegen der Wucherzinsen nichtig. Und die Bank hat den Weg über das vereinfachte Mahnverfahren nur deshalb gewählt, weil sie wusste, dass sie mit ihrem Anspruch auf die überhöhten Zinsen im normalen Klagewege nicht durchkommen würde.
Insgesamt eine Entscheidung, mit der der Bundesgerichtshof der Durchsetzung sittenwidriger Forderungen Grenzen gesetzt hat. Das seit Monaten in Güterwagen lagernde radioaktiv verseuchte Molkepulver soll möglicherweise in einem alten Kernkraftwerk in Lingen entsorgt werden. Das teilte das Umweltministerium in Bonn mit. In dem seit 10 Jahren stillgelegten Kraftwerk im Emsland seien gute Voraussetzungen für die Entgiftung der insgesamt 5000 Tonnen Molkepulver gegeben. Es soll anschließend als Viehfutter verwendet werden. Ein erster Versuch, den Leuchtturm Roter Sand vor dem Einsturz zu retten, ist gescheitert. Vor der Wesermündung zwischen Bremerhaven und Helgoland sollte ein Schwimmkran eine 100 Tonnen schwere Stahlmanschette über den 28 Meter hohen Leuchtturm stülpen. Wegen schlechten Wetters musste diese Aktion abgebrochen werden. Der Stahlmantel soll am Meeresboden das Fundament des über 100-jährigen Leuchtfeuers vor dem Verfall schützen. Die schwierige Montage kann aber nur bei absolut gutem Wetter und ruhiger See ausgeführt werden. Deshalb waren die Restaurierungsarbeiten an dem unter Denkmalschutz stehenden Leuchtturm seit Wochen immer wieder verschoben worden. Ägypten hat den deutschen Geschäftsmann Otto Tafel nach 1,5 Jahren aus der Haft entlassen und in die Bundesrepublik reisen lassen. Für seine Freilassung hatten sich mehrere deutsche Politiker eingesetzt. Tafel war im Zusammenhang mit einem Bestechungsfall in Kairo zu 3 Jahren Haft verurteilt worden, die er wegen seines schlechten Gesundheitszustandes größtenteils in einer Klinik verbracht hatte. Der amerikanische Regisseur und Choreograf Bob Fosse ist in Washington nach einem Herzinfarkt gestorben. Fosse, der am New Yorker Broadway zahlreiche Musical-Produktionen inszeniert hat, war 60 Jahre alt. Seine Verfilmung von Cabaret mit Liza Minnelli wurde ein Welterfolg und brachte ihm als Regisseur einen Oscar. Die Labors der Bundesrepublik berichten von mehr als 15.000 AIDS-Infizierten. Nach Auskunft des Bundesgesundheitsministeriums wurden diese Angaben freiwillig gemacht und ohne Nennung der Patientennamen. Vom 1. Oktober an sind die Labors verpflichtet, positive Testergebnisse zu melden. Vor der philippinischen Hauptstadt Manila sind ein japanischer Tanker und 2 Frachtkähne in Brand geraten. Mindestens ein Besatzungsmitglied kam ums Leben. An Bord des Tankers war zunächst ein Teil der 750 Tonnen Ladung gefährlicher Chemikalien explodiert. Beim Verladen wurden 14 Seeleute und philippinische Hafenarbeiter verletzt. 17 Matrosen werden noch vermisst. Auch die 2 Frachtkähne, die in der Nähe des Schiffes festgemacht hatten, brannten aus. Einer der beiden versank. Flammen hatten sich über das Hafenwasser zum Ufer ausgebreitet. Inzwischen ist das Feuer unter Kontrolle. An Bord des Tankers besteht weiter Explosionsgefahr. Nach einem Schiffsunglück auf dem Niederrhein sind etwa 200 Tonnen Düngemittel in den Fluss gelangt. Ein mit Kohle beladenes Motorschiff und der Frachtkahn mit Kalkammonsulfat waren bei einem Überholmanöver kollidiert. Der Düngemitteltransporter drohte zu sinken. Deshalb schaufelte ein Baggerschiff der Feuerwehr Teile der Ladung in den Rhein. Für die Wasserwerke stromabwärts wurde vorsorglich Alarm gegeben. Ein Laborschiff entnimmt unterdessen laufend Gewässerproben. Nach Auskunft der Chemiker an Bord besteht jedoch keine Gefahr für Trinkwasser, Flora und Fauna des Flusses, da sich die Düngemittel bei der Startenströmung sehr schnell auflösen. Im nordhessischen Witzenhausen hat eine Windhose gestern Abend schwere Verwüstungen angerichtet. Am stärksten betroffen ist der Ortsteil Gertenbach. Hier deckte der Sturm, der auf ungefähr 200 Meter Breite durch das Dorf fegte, etwa 50 Häuser ab. 3 Scheunen stürzten ein. Viele Autos wurden beschädigt, Bäume entwurzelt und Strommasten geknickt. Durch umherfliegende Glassplitter erlitten 4 Menschen Schnittverletzungen. Der Sturm, der nur wenige Minuten dauerte, verursachte Schäden in Millionenhöhe. Und zum Wetter heute. In der Nordhälfte Deutschlands waren Wolken, Sonne, Schauer und Gewitter gleichmäßig verteilt. Nach Süden hin behielt die Sonne die Oberhand. Die Temperaturen lagen zwischen 13 und 20 Grad. Die Vorhersage macht Dieter Walch. Für das herbstliche Wetter sorgte dieses Tief nördlich von Schottland mit kühlerer Luft. Gleichzeitig ließ es mit warmer Luft auf dem Balkan noch keinen Gedanken an den Herbst aufkommen. Im Zeitraffer sehen Sie, wie die kühlere Luft heute ganz Mitteleuropa überflutete. Regen- und Gewitterwolken, aber auch wolkenfreie Gebiete wechselten dabei in rascher Folge. Inzwischen hat die kühlere Luft Polen erreicht und die warme Luft ist bis Russland vorangekommen. Wichtig für das Wetter bei uns ist aber, was diese dunklen Regenwolken machen. Und entscheidend ist dabei, wie das Zentrum der Drehbewegung zieht.
Im Ablauf sehen Sie, dass es gar nicht so einfach ist, das Zentrum der Drehbewegung auszumachen. So wie es zurzeit aussieht, wird dieses Zentrum genau über die Nordwestecke Spaniens, das heißt über die Stadt La Coruña, ziehen. Trifft das ein, dann werden die Regenwolken morgen Abend die Westalpen erreichen. Nur, jeder Kilometer, den dieses Zentrum nördlich an La Coruña vorbeizieht, bedeutet, die Regenwolken kommen mehr nach Deutschland und werden dabei intensiver sein. Nehmen wir einmal an, dass La Coruña getroffen wird, dann gibt es heute Nacht bei uns wenig Wolken, im Norden noch ab und zu Regenschauer. Die Nächte werden nun immer länger und das macht sich bei den Temperaturen bemerkbar. Morgen wechseln dann in ganz Deutschland Sonne und Wolken. Im Norden werden die Wolken überwiegen und ab und zu noch Regenschauer liefern. Nach Süden hin werden die Regenschauer weniger, dafür wird das Tiefblau des Himmels mehr in ein milchiges Weiß übergehen. Die Temperaturen reichen von 14 Grad in Schleswig-Holstein bis 20 Grad in Baden.